Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anno 1404, meine lieben Freunde. Ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich entschuldige mich natürlich wieder förmlichst dafür, dass die letzten beiden Folgen ausgefallen sind, aber ich habe es auch schon oft genug gesagt in anderen Videos. Im Sommer ist es bei mir knapp. Zeit ist ein rares Gut und dieses Mal hat es wieder mal nicht gereicht für Anno, aber jetzt bin ich wieder da für euch und jetzt geht es wieder los. Inselhopping par excellence. Ja, der Großvisier ist auch mit dabei. Alle sind sie mit dabei. Ich bin auch mit dabei und ich weiß nicht, warum dieses Schiff hier rumsteht. Ich war gerade die ganze Zeit, während ich geredet habe, am Grübeln. Es ist ja ein Indigo-Schiff und das soll schön mal Indigo. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Transportieren. So, wir sind zurück hier bei Anno. Und bei mir ist jetzt wieder mal das Problem, wo waren wir stehen geblieben? Was habe ich als letztes getan? Es wird natürlich der Kaiserdom gebaut, ganz, ganz klar. Und hier haben wir, das weiß ich noch, die Adligen einziehen lassen, weil... Ach Gott, wo gucke ich das nochmal nach? Da nicht alle da waren. War das hier... Ja, jetzt sind alle da. Wohlan. Oh. Sogar bei Hofe lebt es sich nicht luxuriöser. Oh, okay, wir haben ein Gewürzproblem. Das müssen wir natürlich lösen. Aber ihr macht auf jeden Fall jetzt mal so, dass wir hier wieder genug verdienen. Ein Gewürzproblem. Ein Gewürzproblem. Gut, da brauchen wir einfach... Warte mal, ich guck mir das hier unten mal an. Hier haben wir... Alter, 155 Tonnen Gewürze und die produzieren gerade wieder nichts mehr. Weil hier kein Lagerplatz mehr frei ist. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Dann machen wir das mal so. Und jetzt ist hier mehr Platz. So, wir brauchen aber noch ein weiteres Schiff, weil ich glaube, das Schiff, was jetzt da momentan in Bewegung ist für diese Linie, ist dieses hier. Und das hat nur 120 Tonnen, ne? Das ist zu wenig. Da jetzt auch schon 150, offensichtlich zu wenig. Da müssen wir mal ein weiteres Schiffchen bauen. So, und das geht nicht, weil hier Seile fehlen. Wo ist mein Hauptschiff? Hier. Dann laden wir den mal da ab und holen uns mal Seilchen, die wir hier auch haben. Sehr gut. Und dann können wir auch direkt mal noch Werkzeug mit runternehmen. Das werden wir nämlich hundertprozentig brauchen, wenn wir alles mitkommen. So, dann fährst du mal wieder runter. Und in der Theorie könnten wir auch ein großes bauen. Brauchen wir einen diplomatischen Rang? Was sind wir denn beim Großvisier eigentlich? Eure Unterstützung wäre von größter Bedeutung. Oh, das ist aber noch weit weg. Auf einer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Ja. Das ist ja nun mal nicht unsere Insel, richtig? Ein gutes Geschäft. Wir sind Scheiß weg. So. Also, ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch deutlich mehr Ansehen, bis wir da große Schiffe bauen können. Aber das können wir auf jeden Fall auch mal in die Hand nehmen. Denn weitere Ränge beim Großvisier sind nicht schlecht. Die werden wir wahrscheinlich so oder so brauchen. Dann weiß ich, dass ich gesagt hatte, dass ich die Produktion genauso wie auf dieser Insel hier, auch auf diese Insel hier machen, also die orientalischen Produktionen, machen möchte. Das werden wir auch machen. Und das allererste ist natürlich... Datteln sind ja eine normale Frucht, die direkt vom Feld kommen, die also nicht. Datteln nicht, Milch nicht. Kaffee? Die bekommen schon Kaffee? Oh. Der wird jetzt also langsam hier verbraucht, wenn ich das richtig sehe, der Kaffee. Ja, da ist dann nicht mehr so viel von da. Naja, dann sollen sie den erstmal verbrauchen, ist jetzt auch wurscht. Also Kaffee... Weiß ich jetzt gar nicht, wie der hergestellt wird. Wahrscheinlich aber auch in irgendwelchen Häusern. Und natürlich auf Feldern. Ja, und dann Teppiche. Und die wollen ja auch Perlenketten haben. Teppiche können wir auf jeden Fall hierhin machen. Dafür brauchen wir ja Indigo. Das heißt, diese Linie hier ist Schwachsinn. Zumindest Aschgabat wird ausgetauscht mit diesem Rankhofen hier. Und dann wird hier Indigo hingebracht erstmal. So, Indigo. 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 Wir haben jetzt zwei Indigo-Routen, ne? Indigo Haupt und Indigo dahin. Das heißt, wahrscheinlich werden wir noch mehr Indigo brauchen. Müssen wir aber sehen, wie sich das dann letztlich ergibt. Werden wir sehen. So. Okay. Die ist aktualisiert. Da kommt unser Schiff, das hier direkt mal auslädt, damit das andere Schiff gebaut werden kann, die dann auf die Gewürzroute geht. Du gehst jetzt mal hier hin. Nein.
zu Northburg. Jetzt haben wir hier noch einen Auftrag offen. Dann holst du erstmal die ganzen Sachen ab, gehst dann zu Northburg und dann zum Großvisier. Ist auch noch ein Großvisier-Auftrag. Mensch, das trifft sich doch hervorragend. Gut. Hier müsste dann das Schiff jetzt gebaut werden. Wird es. Sehr gut. Und hier, ja. Warte mal, das bedeutet aber auch, dass ich Seide brauche, die ich ja nicht hier produzieren möchte. Das heißt, dass wir hier Teppiche ja wegmachen können, weil wir die ja da produzieren werden. Und dafür Seide mitnehmen. Schiff fertig. Da ist das Schiff schon fertig? Ja, perfekt. Warte mal. Gewürze. Das dürfte dann hier die gute Habiba sein. Habiba. Du gehst mit auf die Gewürzgute und haust da mal rein. Das ist gut. So. Karavelle ist gebaut. Das ist gut. Dann gucken wir hier nochmal. Vielleicht machen wir hier noch mehr Gewürze hin. Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Guck mal, hier passt doch noch was hin. Das ist doch wohl gelacht, wäre das doch. So, so. Guck mal, wie perfekt das passt. 1A, besser geht's nicht. So, da haben wir den Weg hin. Warum hast du jetzt so ein... du brauchst noch 4, okay. Wusste ich jetzt nicht. Trotzdem, warum? Was ist dein Problem? Unfruchtbare Wüste. Ah, okay, dann baue ich dem einfach noch eine Noria hier rein. Was soll's, kostet jetzt auch nicht so viel. Ist mein Schiff schon da? Ja. Du lädst mal alles ein. So. So, dann fährst du zu Northburg und holst mal hier so ein bisschen Zeug. Bisschen Ruhm ausgeben, können wir mal machen. Übrigens, hier ist noch die Mira, die rot, warum auch immer. Mira, brauche ich dich gerade? Nö, ne? Du kannst einfach mal chillen. So, also, ich habe die Linien jetzt so eingerichtet, dass hier Indigo und Dings hinkommt. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal ein Markthaus bauen und Teppichknüpfereien. Machen wir mal 2 Stück. So. Und das hier können wir abreißen. Nicht, dass sich hier einer hinbaut. Ey, wenn das passiert, dann rast ihr euch aus. So, das ist doch schon mal gut. Das heißt, Teppiche sollten jetzt hier eigentlich gemacht werden. Da können wir aber noch gucken, dass wir vielleicht noch weitere Seidenplantagen hier bauen. Oder? Können wir machen. Bauen die 5 Felder. Ja, das passt ja easy hier. So, schönen Weg dran geklatscht. Dann haben wir hier auch noch was mehr Seide. Alles gut. So, hier sind jetzt Teppiche. Die lade ich hier mal gerade aus. Warte mal, nee. Die nehme ich nochmal mit. Und dann haben wir hier jetzt gar keine Teppich mehr. Das heißt, die hier reiße ich ab. Jetzt müssten wir eigentlich keine Teppiche mehr haben. Oder? Nicht, dass hier nochmal Teppiche gemacht werden. Und Indigo brauche ich hier auch gar nicht mehr auf der Insel. Das holen wir gleich auch noch ab. Fahr mal. Lad das mal alles aus drüben. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen unterstützen, weil er die Teppiche jetzt nicht ausladen wird. So, dann müssen wir aktiv machen. So. Die Teppiche sind weg. Okay. Ja, dann laden wir das Indigo halt noch. Der Sandsturm ist Gottlob für ihn. Ja, Gottlob. So, der bringt jetzt noch Mosaike mit, ne? Ist das richtig, der hier? Ja. Aber auch nicht viele. Und du holst schon mal ein bisschen mehr Indigo mit. So. Apropos Mosaike. Das sind ja auch so ein Handwerksbetrieb. Den könnte ich eigentlich auch drüben hinbauen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich lasse den mal hier. Was? Eine Mosaike braucht 2 Lehmgruben. Ist das richtig? Oder Tongruben? Offensichtlich, ne? Ach, und die brauchen auch Quarz. Ah. Ich helfe euch gerne aus. Das heißt, im Umkehrschluss, aber ich habe hier ja auch Quarz. Also es ist ja auch Schwachsinn, wenn ich jetzt Quarz hier hinliefern würde, oder? Das braucht ja jetzt auch nicht so viel Platz. Ich habe hier 2 Quarzminen. 3 sogar.
Das heißt, Quarzton kann ich alles herstellen hier. Machen wir hier mal Mosaik. Hier kommt in diese... brauche ich ja eh kein Dorf rein. In das hier kommt... was ist das hier eigentlich? Warum habe ich hier eine Kohlemine? Die habe ich noch nie hingebaut. Das ist wahrscheinlich noch ein Überbleibsel, oder? Habe ich hier eine Kohlemine hingebaut? Und weshalb... wer braucht Kohle? Wo brauche ich mehr Kohle? Ich bin mir nicht so sicher. Also hier ist eigentlich alles im grünen Bereich. Es wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil ich ja nichts mehr ändere. Zumindest vorerst. Lederwämser müssen wir immer noch ein Auge drauf haben. Was sich momentan nicht wirklich erhöht, ist Wein. Das sieht danach aus, dass Fässer so ein bisschen einen Push brauchen könnten. Warte mal. So, du gehst erstmal. Ich hoffe, ihr findet Wunder. So, was haben wir denn da? Die höchsten brauchen wir. So, die. Ich schlage ein. Hast du noch mehr? Wann kommt das nochmal wieder dahin? Dass ihr da seid. Was ist das ja eigentlich? Erhöht den Schaden durch das Heer auf einer Insel. Hier, nehmen wir nochmal. Gegen ein gutes Geschäft, wenn es weiter. Wenn wir 800, ist, ich behilflich sein haben wir jetzt 1000. Das müsste eigentlich reichen, oder? Für die zwei nächsten Ränge. Schauen wir mal. So, warte mal. Ich baue jetzt hier. Da brauche ich aber ein Schiff. Hier ist kein. Eine Produktion kommt zum. Wieso wird hier eigentlich kein Werkzeug mehr gemacht? Hier wird nur noch Eisen gemacht, ne? Für die Fässer wahrscheinlich hatte ich das umgeändert, ne? Ah, ist das immer ein nerviges Unterfangen hier. Man weiß nie, wofür man was gemacht hat. Also, wir haben auf jeden Fall hier genug Kohle. Ich wüsste nicht, warum ich diese Kohlemine hier bräuchte momentan. Das heißt, ich werde die jetzt abreißen. Hallo? Okay. So. Und dann werde ich hier jetzt so ein Markthaus bauen. Dann werden wir jetzt hier ein crazy Mosaikviertel bauen. Dafür brauchen wir Quarz. Und wir werden natürlich die anderen auch noch in Beschlag nehmen. Wo ist sie? Hier. Das könnten wir ja... das sollte möglich sein. So. Ein Kontrahent verdrängt sie von einem Ratssitz. What the? Dieses Schiff wird bald in eurem Hafen vor Anker gehen. Kannst du doch direkt mal wieder um ihr eure Verbundenheit zu bekunden. So. Ah, ja, kommen wir. Oh, reicht noch nicht ganz. Brauchen noch mal 150. Diese Angelegenheit. Nein, Bart des Propheten. Ich muss sofort dem Sultan davon bringen. Okay, reicht noch nicht, aber ist egal. Jetzt erstmal zurück zum Quarz. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich hoffe, das funktioniert hier mit dem Quarz. Holt er sich das Quarz ja, oder? Nein? Ja? Was tut er denn da? Muss ich jetzt tatsächlich hier noch ein Dings hinbauen? Ja, jetzt funktioniert's. Naja, egal. Das gefällt mir. So, das heißt, wir haben Quarz. Das heißt, wir brauchen jetzt hier... für Mosaike. Ich mache jetzt erstmal nur eine. Mal sehen, ob die läuft. Aber die braucht natürlich Tongruben. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang. Doch weiß er auch den Rat eines alten Mannes zu schätzen. Und da müssen wir mal gucken. Eine Rohstoffquelle ist bald versiegt. Was ist versiegt? So machen wir das erstmal. Die Bärenhöhle. Ja, die müssen wir natürlich am Laufen halten. Machen wir mal. So, okay. Mein Gott, ist das viel zu tun hier. Hi, jai, jai. Gut, das heißt, Teppiche werden gemacht. Kaffee wird irgendwann zur Neige gehen. Ihr habt hier das Sagen. Nun sorgt dafür, dass es so bleibt. Halt die Klappe. So, und die Mosaikmacherei, die geht auch ab jetzt. Das bedeutet, hier lasse ich die, wie gesagt, mal. Es geht doch. Was ist denn hier eigentlich? Wir haben hier zu viel, ne? Datteln haben wir zu viel, Milch haben wir zu viel. Ja, aber das wird sich noch ändern, wenn hier mehr Leute kommen.
Ist denn die erste Seide schon da? Ja, ne? Ne, warte mal. Der hat jetzt Mosaike. Ach, ich muss das Indigo hier erstmal rausömmeln. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. So. Jetzt alles voll mit Indigo. Das gibt's ja nicht. Egal, das kommt mal weg. Warum will das nicht? Wieder nicht. Macht er nicht. Macht er einfach nicht. Ist okay. Jetzt. Da ist es. Das heißt, auch das Schiff hier wird jetzt wahrscheinlich immer voller sein mit Indigo. Und dadurch wird sich das dann wieder ausgleichen mit dem Indigo hier oben, denke ich. Zumindest irgendwann. Okay. Also. Du wirst es verschmerzen. Was steht als nächstes an? Ach so, hat es mit den Gewürzen, hat sich das jetzt mal da erledigt? Ah, das sieht schon auf jeden Fall schon mal ein bisschen heftiger aus jetzt. Bisschen besser. Ach so, und ich wollte ja. Komm du nochmal hoch. Wo ist mein Hauptschiff? Du gehst auch nochmal so ein Ding holen. Noch eins. Noch eins brauchen wir. Was ist hier passiert? Nichts. Ja, dann heißt es natürlich auch noch die Siedlung ausbauen. Hier. Also nach hier einfach nochmal so ein Quadrat. Kann ich überhaupt Kaffee schon anbauen? Wo ist denn Kaffee? Welches Bauvorhaben plant? Hier, doch, kann ich theoretisch. Aber ich habe noch gar keine Fruchtbarkeit dafür. Weder hier kann ich gar keine mehr annehmen. Hier könnte ich Kaffee anbauen. Was ist das denn? Das sind aber Mandeln sind das. Okay. Mandeln. Kaffee habe ich jetzt gar nicht. Hier gibt's Kaffee. Die Insel ist aber der alten. Gut, das ist jetzt nicht so tragisch. Wir können hier nichts mehr machen, aber hier können wir noch eine Fruchtbarkeit hinzufügen. Dann werden wir hier einfach Kaffee hinzufügen. Dann werden wir hier Kaffee herstellen. Und Perlen brauchen wir auch mittlerweile. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. So, ist die mal da? Ja. Dann nehmen wir hier mal gerade Werkzeug mit. Nee, doch. Nehmen wir alles mit, dann wird auch der Kaiserdom mal fertig gebaut. Übrigens, was wollte ich hier? Das hier? Hab ich mich auch nicht. Das kam, bin ich eben drüber gescrollt. Was ist das? Hier sind zwei, die nichts machen. Reiß jetzt auch ab. Weil ich habe nur eine Eisenschmiede hier, ne? Oder? Hier ist doch nur ein Eisenvorkommen. Wie kann es sein, dass ich da vier Werkzeugmacher habe? Kann ja nicht sein. So, jetzt machen wir das so. Dann bauen wir hier noch einen weiteren Fasstypen. Und schauen mal, wie das wird, weil ich will, wie gesagt, eigentlich noch mehr Wein haben. Müssen wir sehen, ob das mit den Trauben dann reicht. Aber das ist schon, wird schon irgendwie werden. Machen wir das hier mal so. Allah segne euch für eure. Geld ist auf jeden Fall in Ordnung. So, und hier müsste es jetzt eigentlich auch. Die Baustelle ist völlig verwaist. Welch traurig. Dachte ich, langsam weitergehen. Mal abwarten. Mit unserem schönen Kaiserdom. So, Mosaike werden gemacht. Die Teppiche werden gemacht. Die laufen beide auf 100, ne? Ja. Wo ist mein Hauptschiff? Hier. Hol mal noch so ein 500er Dings. Ihr habt so. Ein gutes Geschäft gibt's gemacht. Gibt's das? Ne, das gibt's beim Großvisier. Da fahren wir jetzt hin. Gucken wir mal, ob es da Kaffeesaatgut gibt. Salam aleikum. Warte mal, was sehe ich denn es hier? Es ist da? Mir wie immer eine Ehre. Erweiterter Handelskontrakt. Da brauche ich. Ne, hier ist das Saatgut. Saatgut Kaffee. So, das werden wir uns kaufen. Ja. Ja. Gut. Das kriegen wir alles hin.
Ja, die Mira lasse ich mal hier stehen. Die werde ich sowieso öfter mal wieder brauchen. Würde ich mal glauben. Ah, der Kaiserdom wird weitergebaut. Mit Gottes das Hilfe gut. Werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. So, hier sind jetzt 160 Mosaike auf Lager. Wie kann ich denn da überhaupt lagern? Mehr, ne? Ja, 260, glaube ich. Alles klar. Hier habe ich ja auch offensichtlich zwei Mosaike rein. Und die haben beide eine Grube zu wenig. Wird hier eigentlich Quarz weggeholt? Was ist nochmal meine Linie? Habe ich überhaupt noch eine Linie zwischen den beiden Inseln? Ja, ne? Wo ist sie denn? Hier, die Orientlinie 1. Quarz und Kupfer. Okay. Quarz brauche ich oben doch nur für... Ah ne, für Brillen, ne? Auch. Na gut. Ne, dann lassen wir das. Ein Zeichen eurer ja. Freundschaft und währenden Bemühungen sollen mit diesem Titel belohnt. Was gibt's denn noch für einen Titel hier? Was ist das? Was steht da? Ich kann es nicht lesen, weil mein Interface da drüber ist. Ist egal. Wir werden jetzt hier erstmal eine Pause einlegen und uns in der nächsten Folge wiedersehen. Die dann auf jeden Fall am Sonntag kommen wird. Ich freue mich auf euch und sage Salam tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Brilli.